Der etwas andere Zahnarztbesuch beginnt zu einer ungewöhnlichen Zeit an einem ungewöhnlichen Ort, am Flughafen Wien. Diese Patientin ist gerade aus München angekommen. Jetzt geht's mit dem kostenlosen Zahntaxi weiter nach Ungarn. Das wird eine umfangreiche Behandlung, ja. Ein Leidensgenosse kommt noch aus Hamburg. Ein weiterer aus Düsseldorf. Dann ist die Reisegruppe der Zahntouristen an diesem Morgen komplett und wird erstmal zu einem kleinen Frühstück eingeladen. Die Diamant-Dent-Klinik in der ungarischen Kleinstadt Moson-Magyarova liegt etwa 80 Kilometer östlich von Wien. Die österreichische Grenze ist so nah, dass hier noch überall österreichisches Radio dudelt. Für die Vorstandsassistentin aus München ist es die erste Reise nach Ungarn. Den Tipp mit der Klinik hat sie von einem Arbeitskollegen bekommen, dem sie von ihrer teuren, ergebnislosen Odyssee durch deutsche Zahnarztpraxen erzählt hatte. Jetzt hofft sie auf rasche, preiswerte Hilfe in Ungarn. Gleich nach dem Koffer auspacken wird's ernst. So, Frau Reitinger. Schon am Nachmittag soll Regina Reitinger ihr erstes Implantat bekommen. Insgesamt wird die Behandlung in Ungarn rund 3000 Euro kosten. Ein großer Unterschied zum Kostenvoranschlag in Deutschland. Also ja, der Kostenvoranschlag in Deutschland, der ist relativ umfangreich gewesen und das hätte gekostet um die 12.000 Euro. Ich glaube, dass wir haben gut ausgebildet, wir haben gut gelernt, wir wissen alles, unsere Preise sind tiefer. Warum ist es eine Frage, dass die Patienten sucht, die bessere, günstigere Möglichkeiten und schnellere Möglichkeiten auch? Mit einer Woche, mit allen Zahnersätzen sind wir fertig, mit 5 Tagen. Von Montag bis Freitag am meisten die Implantation ist die Behandlung, womit der Patient eine Einheilphase hat. Das bedeutet zweimal soll. Allgemein, wenn alles optimal ist, dann der Patient uns aufsuchen. Bis zu 50 Patienten pro Tag schleust das bestens organisierte Diamant-Team durch die 2 Behandlungsräume. Bezahlt wird ausschließlich in bar. Seit allerdings Ungarn zur EU gehört, übernehmen die gesetzlichen Kassen ihren Anteil an den Behandlungskosten. Für Dieter Neumann, Skipper aus Hamburg, ist es der 3. Besuch in der Klinik. Er bekommt heute den endgültigen Zahnersatz. Bis zum Nachmittag soll das strahlende Lächeln made in Ungarn perfekt sein. Er hat alles schon hinter sich. Heute war die letzte Nachkontrolle, hat nur wenige Minuten gedauert. Ja, ich bin fertig, das war schon. Ganz schnell und bündig, alles in Ordnung, alles prima, fantastisch, ich bin zufrieden, die Zahnärztin auch. Was will man mehr? Das Geschäft mit den Zahntouristen boomt. Die Angst vor schwarzen Schafen und die aufwendige Anreise schrecken immer weniger Patienten. In Moson-Magyarova schießen Zahnkliniken die Pilze aus dem Boden. Die Preise sind bis zu 2/3 niedriger als im Westen. Und die Öffnungszeiten kundenorientiert. Ja, eine Zahnkontrolle durchgeführt, dann waren wir ein bisschen einkaufen. Wir haben in Deutschland prima Zahnärzte. Sie würden mir nicht zum Zahnarzt gehen? Ach, wir sind in Deutschland gut aufgehoben. Nein, wir sind nicht wegen einem Zahnarzt, wir waren bei einem Optiker wegen einer Brille. Kosmetik, Frisur, wie Sie sehen. Viele Kliniken bieten inzwischen auch eine Zahn-Wellness-Woche an. Eine Rundumverschönerung sozusagen, passend zum neuen, strahlenden Gebiss. Am Nachmittag sitzt auch Regina Reitinger wieder im Behandlungszimmer. Jetzt ist ihr doch ein bisschen mulmig. Sie ist immerhin schon seit 4 Uhr auf den Beinen, hat eine Flug- und eine Autostunde und einen ersten Zahnarztbesuch hinter sich und nun noch die Implantatbehandlung. Immerhin, draußen wartet schon die Belohnung. Eine Kutschfahrt mit anschließender Gulaschparty in einer ungarischen Charda gehört hier quasi zur Behandlung. Kann dabei doch gleich die Bissfestigkeit der neuen Zähne getestet werden. Also jetzt, ich weiß nicht, wie es jetzt in ein paar Stunden ausschaut, aber momentan geht es mir noch ganz gut. 2 bis 3 Mal wird Regina Reitinger im nächsten halben Jahr noch nach Moson-Magyarova reisen müssen. Sie wird also noch einige Male Gulasch essen, aber jetzt will sie erst mal ins Bett.
Denn auch ein etwas anderer Zahnarztbesuch in Ungarn geht ganz gewöhnlich zu Ende. Kühlen, viel kühlen.